An den Märkten geht es jetzt abwärts, müsste man wohl sagen. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf das, was heute zu erwarten ist. Und im asiatischen Handel, da passiert schon Historisches. Wir sehen die Anleiherenditen mit neuen Allzeittiefs, etwa die 10-jährige US-Staatsanleihe 0,82%. Erstaunlich, wie rasant hier die Rendite Richtung 0% läuft. Damit die Amerikaner auf dem Weg der Europäisierung, Japanisierung, wie man auch immer es bezeichnen kann. Wir sehen hier anhand der 2-jährigen US-Staatsanleihe, wie schnell, wie rapide dieser Fall ist. Wir haben hier die 10-jährige chinesische Staatsanleihe, die ein neues Allzeittief erreicht. Also da ist einiges los und der Auslöser, Sie werden es ahnen, das ist der Coronavirus. Vor allem die Meldung der New York Times, dass 2733 Menschen freiwillig sich quarantiniert haben. Wir haben jetzt über 200 neue Fälle in den USA. Wir haben in verschiedenen Bereichen eben Meldungen, die ich jetzt nicht im Einzelnen aufzählen muss. In New York zum Beispiel sind es 22 neue Fälle. Wir haben New York, das die Reisenden bittet, aus 5 Ländern sich selbst zu quarantinieren. Also wenn sie aus Italien, Südkorea etc. kommen. Und das große Problem, das jetzt vielleicht auch für Trump so der Fall ist, dass die US-Administration es überhaupt nicht hinkriegt mit den Tests. Das ist sozusagen jetzt vielleicht so ein bisschen der Lackmustest für die Trump-Administration. Vorher hat man sich die Probleme selber geschaffen, Stichwort Handelskrieg. Jetzt ist man mit einem Problem konfrontiert, das man nicht geschaffen hat. Und jetzt zeigt sich, was jemand kann, ob jemand sozusagen ein Reality-Show-Darsteller ist oder ob er wirklich ein Politiker ist. Bisher hat Trump den Nachweis nicht gebracht. Wir sehen hier, dass die Tests praktisch überhaupt nicht vorhanden sind bislang. Man spricht von etwas über 400 Tests in den USA. Das ist ein Witz. Mike Pence, hier der Vizepräsident der USA, musste zugeben, dass das alles nicht so richtig gut läuft. Und vor allem hat Trump jetzt auch wieder versucht, hier in einem Interview im Fernsehen zu sagen, Mensch, ist doch alles hier überhaupt gar kein Problem. Wir haben das unter Kontrolle. Und dann vor allem sein Satz, dass es doch ganz gut ist, jetzt bleiben die Leute zu Hause in den USA, geben hier ihr Geld aus, ist doch gar nicht so schlecht und ansonsten ist es alles der Fehler von Obama, der hätte das doch falsch gemacht. Nun ja, Donald, du bist jetzt über 3 Jahre Präsident, werden sich die Amerikaner denken, da könntest du vielleicht was geändert haben in dieser Zeit, wenn du gemerkt hättest, dass da was falsch läuft. Also das ist jetzt eine Situation, die kritisch ist. Nicht nur vielleicht verliert die Fed die Kontrolle, sondern eben auch Donald Trump verliert die Kontrolle, wie es aussieht. Apropos Fed, ich hatte es erwähnt, wir haben eine Menge Fed-Speaker heute Nacht gehabt. Wir haben zum Beispiel Neil Kashkari, vielleicht der Andre Agassi für Arme, könnte man sagen, der Dovischte unter den Dovischen innerhalb der Fed, ein ziemlicher Dünnbrettbohrer, wenn Sie mich fragen, sagt er, ja, vielleicht müssen wir mehr machen jetzt angesichts des Coronavirus und wenn die Auswirkungen des Coronavirus nicht so groß sind, dann können wir ja wieder die Zinsen anheben. Das ist vielleicht der größte Witz, den ich Ihnen vor dem Wochenende nochmal geben wollte. Glauben Sie ernsthaft, dass die Fed nochmal irgendwann in den nächsten 500 Jahren die Zinsen anheben wird? Ich glaube es eher nicht. Hier sagt Kaplan von der Dallas Fed heute Nacht, ja, haben wir ja nicht gemacht wegen den Aktienmärkten, ganz klar, das ist natürlich der Punkt, haben wir nicht gemacht wegen den Aktienmärkten und Williams sagt hier, dass die Dinge natürlich alle super sind, alles gesund, was die US-Wirtschaft betrifft und wir müssen vielleicht agieren jetzt, mal gucken, die Märkte haben für nächste Woche, für die Sitzung, mit Sicherheit eine 0,5er-Senkung eingepreist. Also mal gucken, ist nicht, sonst herrscht hier völlige Panik. Schauen wir uns vielleicht mal in Sachen ökonomische Folgewirkungen an. Da sagt zum Beispiel der CEO von Southwest Airlines, einer amerikanischen Fluglinie, wir haben eigentlich 97% sind wir domestic, also sind wir mit Flügen in den USA unterwegs. Aber dennoch sehen wir, dass die Buchungen massiv runtergehen. Das fühlt sich an, sagt er, wie 11. September 2001, also 9/11, das muss man sich mal vorstellen. Wir haben hier zum Beispiel Starbucks, die jetzt sagen, dass etwa die Hälfte des Umsatzes in China weggebrochen ist, sind also mehr als 400 Millionen Dollar. Und hier sagt zum Beispiel nochmal, um die Kurve zu kriegen zu Trump und der Trump-Administration, Julia Lindau, eine Journalistin, die jetzt gerade in Italien war und die landet im JFK, also in New York, im Flughafen, und geht da einfach, kann ganz entspannt eben einreisen. Keiner fragt sie, wo warst du? Warst du in Mailand oder warst du in Sizilien? In Norditalien ist ja bekanntlich das Epizentrum dieses Ausbruchs. Wir hatten gestern noch in Sachen abschließend fällt ja Repo-Aktion, wollte ich ja nicht gestern den Marke Förster schon bringen, massiv oversubscribed, also
Es gab viel mehr Nachfrage als Angebote. Die Fed hat nur 20 Milliarden zugeteilt, aber die Nachfrage lag bei 72,55 Milliarden. Also da scheint irgendwo ein Liquidity Crunch der Fall zu sein, auf den die Fed reagieren muss in irgendeiner Weise, vielleicht mit einem neuen QE, wer weiß es schon. Jedenfalls sehen wir uns mal an, wie die Dinge hier jetzt sind an den Märkten. Wir sehen hier den Stressfaktor, den die St. Louis Fed rausgibt, und wir sehen, da sind wir schon ziemlich hoch, aber eben noch nicht in einem wirklichen Panikmodus. Hier sehen wir, dass wir da schon doch jetzt in Sachen Finanzkrise fast auf dem Niveau sind oder seit der Finanzkrise. Auf der anderen Seite sehen wir, dass die Umsätze gestern doch relativ dünn waren. Also wir haben jetzt mit Sicherheit gestern bei dem Abverkauf kein Washout gesehen, also etwas, wo alle kapitulieren, die Leute ihre Aktien dann wirklich vor die Füße geschmissen bekommen und sagen, ich will einfach nur raus. Das ist nicht der Fall. Das ist derzeit vielleicht so ein bisschen das Problem. Was haben wir noch? Wir haben heute US-Arbeitsmarktdaten, meine Damen und Herren. Normal ist das ja ein richtiges Hauptthema. Jetzt ist das so ein bisschen ein Nebenthema geworden. Die Arbeitsmarktdaten sind ja immer auch wichtig in Relation, was wird die Fed machen. Jetzt ist es wahrscheinlich völlig egal, wie die Arbeitsmarktdaten ausfallen. Die Fed muss agieren, ob sie will oder nicht. Sonst sind die Märkte völlig besoffen vor, kann man sagen, Panik. Denn das ist das, was unbedingt eingepreist ist. Das geht gar nicht mehr anders, sonst hat die Fed ein Riesenthema. Wir haben die Erwartung jetzt von 175.000 neuen Stellen, 3,6% Arbeitslosenquote und Stundenlöhne 0,3 pro Monat und 3,0 zum Vorjahresmonat. Also da ist doch durchaus mit Lohnsteigerung zu rechnen. Die Zahlen werden interessant, aber wie gesagt, für die Fed wahrscheinlich nicht von ganz großer Relevanz werden. Schauen wir uns mal hier den Nasdaq 100 an, auf 4-Stunden-Basis von Capital.com, dieser Chart, meine Damen und Herren. Wir sehen, wir sind jetzt hier auf einem Unterstützungsniveau. Das ist hier ein Tief gewesen. Das muss halten, sonst geht die Reise wahrscheinlich hier nochmal mindestens bis zu diesem Tief. Das wären dann, gut 300, fast 400 Pünktchen eben nochmal tiefer. Also 4-5%, die dann schnell oben drauf kämen, wenn diese Unterstützung nicht hält, wenn das Ganze hier in den freien Fall übergehen sollte. Wir sehen den S&P 500. Der versucht hat, hier nach oben rauszugehen, 3.100 gescheitert. Da sind wir jetzt sozusagen mit den Dochten mal rausgekommen, aber eben nur mit Dochten. Wenn wir jetzt sozusagen hier unter diese Unterstützung gefallen sind, die im Bereich 3.000 etwa zu verorten ist, 3.000, dann sehen wir, dass da möglicherweise eben hier nochmal Ungemach droht. Wir werden sehen, was heute kommt. Der DAX, der ist ein bisschen depressiv nach wie vor, 11.673. Wir haben Euro-Dollar jetzt bei 1,1227. Klar, wenn die Zinsen gegen Null tendieren in den USA, was ja vorher so nicht absehbar war, dann schwächt das den Dollar, der seinen Zinsvorteil verliert, der letzte Zinshafen verschwindet. Wir sehen Gold, das natürlich davon profitiert, 1673. Und Crude Oil nach der gestrigen OPEC-Entscheidung. Wir kürzen, aber es gibt die Nachfrage sowieso nicht mehr, müsste man da entgegenhalten, wie auch immer. Also, die Situation scheint jetzt schwierig zu werden, gerade wieder vor dem Wochenende. Was wird da passieren? Große Frage. Am letzten Freitag sind wir nach oben gerauscht, obwohl die Unsicherheit eigentlich da war vor dem Wochenende. Passiert jetzt das Gegenteil? Das ist die Frage. Die Trump-Administration macht eine sehr schlechte Figur. Trump hat die Fäden hier nicht in der Hand, anders als beim Handelskrieg. Da war er Akteur, konnte seine Meldungen selber produzieren. Jetzt sieht man, okay, wie gut ist die Trump-Administration, wenn es wirklich um Management geht, um Probleme geht? Wie handhabt sie die, statt eben immer nur sozusagen heißen Wind zu machen und alle Erfolge sich selbst zuzuschreiben? Und wenn irgendwas nicht läuft, dann war es immer der Vorgänger. Das ist derzeit das Muster, das dieser Egomane an den Tag legt. Und auch das ist etwas, was die Wall Street verunsichert. Denn man riecht, dass die Wahlchancen für Donald Trump, wenn diese Geschichte hier nicht gut ausgeht, geringer werden. Und jetzt ist eben die Frage dann, wie wird es mit dem Coronavirus weitergehen? Heute hat mir ein Seher des Videos von gestern geschrieben, er hat sich mal die iranischen Wetterdaten angeschaut der letzten 6 Wochen, und da ist es relativ warm. Das ist ein schlechtes Zeichen, weil dort ja die Fälle nach wie vor sehr hoch seien, sagt er. Also die Theorie, dass die Wärme dann das Virus vernichtet, die ist vielleicht eben jetzt zu hinterfragen. Oder ist das so? Das ist die große Frage für die Märkte, die wahrscheinlich entscheidet, ob wir es hier nur mit einer scharfen Korrektur zu tun haben oder ob es wirklich schon der Beginn des Bärenmarktes ist. Und jetzt sage ich Servus und Ciao. Ich wünsche das Allerbeste am letzten Handelstag der Woche. Seien Sie vorsichtig. Servus.